Lydia. Ich bin der Ziger Kari, ja, aus dem Glarnerland. Ich stelle mich vor und sage euch allen miteinander, wenn ihr im Leben Gesundheit und Friedli zusammen seid, so nehmt ein Ziegerstückli. Vom Karli müsst ihr es nie. Dieser Ziegermandel sieht man heutzutage nicht mehr viel. Man kauft den Zieger im Laden, wie alles anders auch, Hanken, Käse und was es alles gibt. Wenn man so ein Stückchen auf dem Ziegerreiber schön verreibt und ein Anken darunter tut, so gibt es nichts Besseres als zu geschwellten Herdöpfeln. Der Schabziger war von jeher eine Spezialität des Glarnerlands. Das Rezept dazu haben wir mal einen Senf von einem so kleinen wilden Mandel bekommen. Sei es jetzt, es will. Aber schon im 15. Jahrhundert haben unsere Sennen auf der Alp oben weissen Zieger gemacht. Und andere haben ihn dann im Tal unten mit Ziegerkraut gefärbt und schliesslich weit herum verkaufen können. Wir haben ungefähr so an den 90 Alpen im Kanton. Und auf Mengen gibt es Milch genug, dass man Ziegern kann, so viel man noch will. Und weil die beiden Parten, die Sennen und Fabrikanten im Tal unten, Jahr ein und Jahr aus, gerade ordentlich ausgekommen sind miteinander, so ist aus dem Zieger nahe die nahe eines der eigentümlichsten Milchprodukte geworden. Allerdings, was aus dem Handgelenk kann keiner guten Zieger machen. Das muss gelernt sein, wie alles anders auch. Es gibt von Zeit zu Zeit darum extra Kurse, wo jung und älter Ziegersennen zusammenkommen und lernen müssen, was sie noch nicht wissen. Geht alles von der ersten Weg, von der frischen Milch weg, bis man ein Lager kommt. Und danach haben die Ziegerarbeiter im Tal unten drehen und denen wird nicht weniger auf die Finger geschaut, dass alles recht geht. Wer die beste Qualität wegbringt, kommt zuletzt gar noch ein Prämie über. Wer wegen dem Magen oder sonst das Feist nicht verliert, der soll Ziegen essen, rau oder mit Tanken zusammen oder auf Makaronen. Warum? Weil der Ziegen fast gar kein Fett hat. Weil man ihn aus abgeniedelter Milch macht. Der Senn leert den frisch gemolken Milch darum nicht direkt in die Ziegerkäse hinein. Nein, er leert sie schön ordentlich in einen grossen Pelter von der Fuge. Zentrifuge, sollte man von rechts wegen sagen. Früher hat man die frische Milch in der Gebsen auf die Seite gestellt und gewartet, bis die dicke Nidel gegeben hat. Und dann musste man dann oben abschöpfen. Heutzutage trüllt man die Zentrifuge von Hand oder mit dem Motor. Und da trennt sich die Magermilch vom Nidel. Und jedes kann eine Partie weiter behandelt werden. So, und jetzt schödelt der Nidel aus der Fuge in die Tase rein. Das ist ein Schüssel schauen. Und auf dieser Seite läuft der Blatt Milch direkt in das grosse kupfere Senkelsieb. Der Nidel wird alltag abgeholt und wird in der Butterzentrale zu Glaris pasteurisiert und kommt dann als Vorzugsbutter in Handel, wir sagen dem Brütlionken. Unter der abgeniedelten Milch aber wird gefeuert, bis sie anfängt zu süden. Jetzt sollte die Milch scheiden und sauer werden. Und weil sie das nicht so von sich selber tut, so lehrt der Senn Sauerstrei, oder wir sagen Ätscher, ins Kissen. Also saure Schotten.
und der bringt die heiße Milch zum Scheiden. Dass das genau geratet, ist wichtig. Wenn man zu wenig oder zu viel Lätscher drin lädt, so stimmt später bei der Gärung nicht mehr recht. Jetzt, wenn die Milch anfängt zu scheiden, so fallen langsam so weisse Flöckchen wie Wattebüschel auf den Kesselboden. Bis nur noch der gelb-grüne Schotten den Oberteil des Kessels füllt. Wie sagt dieser Flüssigkeit Schotten? Und der Schotten wird abgeschöpft, weil man daraus wieder Ätscher macht. Das vorige wird den Schweinen verfordert. Ja, man lässt nichts Grund gehen. Der weisse Zieger wird mit einer hölzernen Kelle rausgeschöpft. Da liest, er schlötterlt und zittert wie Pudding. Die Schotten aber lässt man so gut es geht abtropfen. Der trockene Zieger, eben hier der grossen weissen Flocken, der legt man jetzt hübsch in hölzige Gäbse. Und sobald er kalten ist, wird er im Ziegergarten versorgt. Wenn er dann nach ein paar Wochen richtig vergärt ist, er muss eine ganz bestimmte Gärung durchmachen, so wird er in feste Säcke abgefüllt und heisst von jetzt weg Rotziger. Man legt den Säck der Reihe an vor die Hütte und wird es dann etwa in die Ziegerfabrik runterführen müssen. Essen kann man ihn noch nicht, er ist noch zu fad und ein bisschen süss. Und so kommt dann etwa ein Rössli und holt den Säck mal von den oberen Stäfeln runter mit dem Schlitten. Oder manchmal treibt man es halt auf dem eigenen Buckel mit sich. Praktischer ist natürlich ein Auto, ein Jeep oder sonst eins, das etwas rein kann. Mit dem wird der Rotziger aus dem ganzen Alpgebiet langsam ins Tal runtergeholt. Im Tal warten 7 Fabriken, 7 Ziegerreiben auf den Rotziger. Ein paar sind schon lange eingegangen. Die 7 aber haben sich zusammengetan und heissen heute Gesellschaft Schweizerischer Kräuterkäsefabrikanten. Die Fahrt geht um Glarner Unterland zu. Am Neflesser Freulerpalast vorbei, wo jetzt das Museum ist. Und weiter bis zu Oberurnen oben. In die Ziegerfabrik vom Nordostschweizerischen Milchverband. Eine ziemlich grosse Fabrik, die 1922 von einem Privaten übernommen und ausgebaut worden ist. Zuallererst wird jetzt der Zieger einmal gewogen. 1 Sack um das andere. Nach dem Gewicht wird dann im Herbst das Milchgeld berechnet, das der Bauer überkommt. Und der Ziegerpreis ist halt ein schöner Teil davon. Vergebens werden die Zennen auf der Alp oben so wenig als alle anderen Leute. Das Gewicht stimmt, nehmen wir an, und so geht der Ziegerprozess dann weiter. Der Zieger wird in einen grossen, runden, steinernen Trog hineingeleert. Er sieht aus wie eine Mülle und das ist auch eine. Eine Ziegerreibe, sagt man dem im Glarnerland. Kollergang heisst die Maschinerie. Zumit drin ist der Reibestein. Der weisse Zieger fällt häufenweise trog und wenn genug drin ist, so fährt das Rad an von oben. Der Fabrikant muss eine feine Nase haben, ein gutes Züngli. Und dann kommt es darauf an, ob der Zieger den recht gut hat oder nicht. Ob er so schmeckt, wie er schmecken sollte. Ob er nicht etwa schon etwas zu feucht ist oder gar schon etwas zu sauer. Ein paar Hampfen Salz gehören noch drin. Jetzt kann es losgehen. Ein Druck auf den Knopf und der Mühlenstein fährt sich langsam an zu drehen. 40 Zentner ist er und die 40 Zentner verreiben und vermalen jetzt den Rotziger, bis er ein fies, fies, helles Pulver ist. Schon seit alten Zeiten wird das so gemacht.
Wenn das Ziegerpulver fein genug ist, dann stellt man die Mühle ab. Es wird rausgenommen und kommt in einen mannshöhen hölzernen Silo rein. Eine Kiste um die andere. Wenn es muss sein, kann man dir das alles monatelang drin aufbewahren. Oder dann wieder davon ein, wenn man es braucht. Man kann sagen, es tut der gleiche Dienst wie ein Reservoir. Luft sollte natürlich keine drin kommen, so wenig als möglich. Und darum wird die Masse mit einem mächtigen hölzernen Hammer gestampft, bis sie fest und dick ist und kein Lüftchen mehr dazwischen kommt. Es wird etwa hinten rumgelaufen, die Ziegerfabrikation sei etwas Unappetitles. Das ist dann auch gebrannter Lug, geradeaus gesagt. Schon 1464 hat Glarner Landsgemeinde ein Gesetz über das Kapitel erlassen. Es soll sich jeder, der Ziegel verkaufen will, diesen sauber machen. Wohl stampfen und mit seinem Zeichen versehen. Und auf das haben wahrscheinlich die Klosterfrauen von Säckingen schon geschaut. Denn die haben wahrscheinlich den Glarnern schon im 8. Jahrhundert ihr Rezept verschenkt oder verkauft, weil ja das Glarnerland die längste Zeit dem Kloster gehört hat. Und die Glarner haben gewusst, was das Rezept wert ist. Sie haben an Noten ziegert und haben den Stöckchen im ganzen Rhein Abend bis auf Holland verkauft. Über die Hälfte von allen Ziegern wird nämlich nicht im Land gegessen. Der grösste Teil geht heute noch in alle Welt raus. Und punkto Landsgemeingesetz, das wird noch genauso gehalten wie damals, eher noch schärfer. So, und jetzt kommen wir zu dem Kräutchen. Es heisst Ziegerklee. Ein zartes Blümchen, von dem man aber nur den jungen kleinen Blättchen brauchen kann. Die werden im Frühling von Hand abgerupft und im Schatten getrocknet. Bei uns umeinander pflanzt man die meisten in der Gemeinde Lachen in der Markunde. Leider der längere weniger, weil es halt einträglichere Arbeit gibt, als diese kleinen, feinen Blättchen abzuzehren. Und dann erst noch aufzupassen, dass einmal ein Jahr kein anderes darunter kommt. Wenn dann die Ziegerblättchen teuer sind, trocken, so werden sie in einer Kleemühle fein vermahlen. Das ist Frauenarbeit. Und die Frauen wissen genau, dass eben gerade das Pulver dem Zieger die grüne Farbe und der scharfe Geschmack gibt, das Aroma. Und die Ziegerfabrikanten wissen es auch und passen haargenau auf, dass all die Rezepte in der Familie bleiben und schön im Sekretärinnen versorgt werden. Unterdessen ist die Ziegerreibe wieder in Betrieb. Der weisse Zieger, der bis jetzt im Silo gelagert worden ist, wird noch einmal durchgelassen und das fein grüne Pülverli kommt runter. Und so wird die Masse nach und nach grün und immer kleiner und grüner und schärfer. Und zweimal wird die Mühle abgestellt und die Masse ist fix fertig präpariert. Jetzt kann man sie in den Stück- oder Stöckli-Maschinen überlassen, wo sie geformt werden. Oberurne hat zwei dieser Stöckli-Maschinen und jede bringt im Tag 5.000 bis 6.000 dieser Ziegerstöckli fertig. Früher war das alles Handarbeit. Ja, noch etwas. Jedes Stöckli wird mit dem Fabrikzeichen gestempelt und der garantiert für die Qualität. Ziegerstöckli sind früher, wo das Ziegermandli noch auf dem Schiff der ganzen Reihe abgefahren ist, war die Schuhe grösser gewesen, fast so gross wie Meiergeschirr oder etwa einmal Damenhöhe. Die Höhe will nichts gesagt. Ist das nicht ein schönes Schauen? Da stehen sie wie Soldaten in Reihe und Glied. Alle in einer Uniform. Sie warten auf den Wind. Und der bläst durch alle Jalousien durch und trocknet schön langsam aus. Nur wenn es einmal dafür kommt, dann heisst es dann aufpassen. Das geht zu geschwind mit dem Trocknen und es gibt Riss und Sprünge der Stöckchen. Die Stöckli, die geschwind in Handel haben, die dürfen ein bisschen weniger trocken sein. Man isst es ja bald. Aber die in alle Weite verschickt werden,
Die lässt man trocknen, bis sie steinhart sind. Und der Transport ins Deutschland oder auf irgendwo hin, bis auf Nairobi, aber auf Amerika, auf Australien und Neuseeland verleidet. Raugissen wird der Glarner Zieger kaum. Man beißt nicht rein wie einen Äpfel. Er wird gerieben, meistens fein gerieben oder von Hand mit dem Ziegerreiber. Man macht ihn untereinander mit frischen Manken und streicht ihn so auf das Brot wie Gumfitüre. Bei uns sagt man in der Mischung populär Laussalbe. Und wer das nicht gerne sagt, der heisst halt im Laden Ankenzieger. Man kann noch ein paar geschwungene Lieder drauf tun, wenn man will. In einem besseren Hotel garniert der Koch ihre Ziegerbrötchen noch gar mit Tomaten oder mit Schnittlauch oder man kann auch Mandarinen rein, oder Pfirsich oder was man gerne hat. Es geht alles. Und wer noch nie über Makaronen, aber Ziger und so ein heißer Anke darüber probiert hat, der soll so geschwind als möglich tun. Es gibt nichts Besseres. Und jetzt streut er eben der Schnittlauch drauf, auch ein Hämpfchen Weiss. So, jetzt wird ausgelesen. So, und jetzt wünschen wir allen zusammen einen guten Appetit.